dass es jetzt weitergeht. Doch, Max. Leider müssen wir auch das weitermachen. Location Manager, Max. Wo bin ich jetzt? First Assistant Director. Was ist passiert? Max, Art Director, Max. Geht's wieder? Max. Oh, jetzt sind wir aber schon in Jordan. Was sind wir im Jordan? Ja, wir danken der Majestät King Hussein und Queen Noor und den Ah, jetzt geht's wieder. Willkommen zurück. Ich habe keine Ahnung, warum es gehangen hat. Ich kann es echt nicht erklären. Ihr habt doch nicht viel verpasst. Ich bin diverse Male zurückteleportiert. Ich habe versucht, den einen oder anderen Typen zu töten. Aber selbst das war nicht sonderlich erfolgreich. Entschuldigung. Max. Kein Ding, Max. Man kann sich mal versprechen. Manager, Max. Oh, scheiße. Der war wichtig, der Dings. Director of Photography Second Unit, Max. Kriegst du noch einen? Der Turm? Camera Operator Max, First Assistant Photographer. Ach, das ist einer von mir, ich verstecke mich Max, die ganze Zeit vor dem. Second Assistant Photographer Max, Panaglide Operator Max, Panaglide. Ey, dieses Spiel ist so unfassbar langweilig. Max, Boom Operator Max, Cableman Max, Art Director Max, Set Designer. Wir hören übrigens gerade, Max hat mir wirklich offensichtlich heute 2 Stunden lang das aufgenommen und hat mir eine Datei geschickt, die ich mir jetzt anhören muss. Sprich, wir haben Max leider nicht, dass ich ihm sagen, also er ist nicht hier vor Ort, dass ich ihm sagen könnte, halt doch einfach mal die Schnauze. Das ist Teil der Strafe. Costume Supervisor Max, Costumer Max, Make-up Artist Max, Assistant Make-up Artist Max, Hairstylist Max. Unit Publicitist. Ich weiß auch Max, nicht mal, was der da vorliest. Fotografer. Max, es scheint irgendwie, scheinen das die Leute Max, von einem Bollywood-Film zu sein. Marshall, Max, Assistant naja, aber gerade läuft's. Max, wann kaufe ich mir denn Assistant was? Ich habe 1700. Brauchen, kann man sich da. Assistant Max. Lauf! Coordinator Max. Transportation Captain Max. Period Cars Max. Wrangler Max. Horse Wranglers Max. Und tot. Trainers Max, Snake Wrangler Max. Ich habe noch nicht mal verstanden, warum ich tot bin. Max, Gaffer Max, Best Boy, Electrician Max. Ich mach das Spiel mal lauter. Grip, Max, den Typen kann man sich ja nicht anhören. Meansman Max, First Aid Max, Craft Service Max, Caterers Max, Extra Care Sting Max, Location Security Max. Jetzt sind wir bei der Area. Ich bin froh, dass er mich verteidigt. Offensichtlich fällt schon auf, dass ich keine Ahnung habe. Director of Photography Max, Aerial Camera Assistant Max, Aircraft Coordinator slash no idea. Pilot Max, Pilot Max, Pilot Engineer Max, Engineer Max, Helikopter Pilot Max, Helikopter Engineer Max, Helikopter Pilot Max, Visual Effect Produced by Max. Nee, was erzählt der denn da? Ey, aber was muss ich denn jetzt machen? Ich kann doch, guck mal, da sind voll viele und der Typ ist voll stark und ich nicht. Visual Effects. Oh, ich habe auch ein kleines. Ich glaube, es ist auch, weil gerade der Stream abgekackt ist, ne? Sonst wäre ich natürlich viel besser gerade. Guck mal, ich glaube, wenn ich den jetzt hau da. Visual Effects Editor Max. Model Shop Supervisor Max. Make-up Effects Supervisor Max. Matt. Painting Supervisor Max. Ja, hau kaputt! Nein, er kommt da wieder! Lauf! Max. Camera Operator Max. Camera Assistant Max. Production Coordinator Max. Ich habe keine Ahnung. Operator Max. Optical Lineup Max. Optical Max, Assistance Effects Editor Max, Matt Photographer. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Artist Max, Mathe Artist Max, ich weiß nicht, was dieses Mathe heißen soll. Model Makers Max. Es ist hart. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ne? Also für den Stream nicht grundsätzlich, sondern jetzt einfach, also für den Stream natürlich auch gerne. Guck mal, ich kann was Neues machen. Winterbiss Operators Max und Gletscherspalte. Ich glaube, der Winterbiss. Oh, ich habe voll viele Levels. Boah! Cast Max als Max. Lauf, da kommt einer! Ich bin am Start. Okay, wir können zusammen drauf. Stunts Max. Oh, offensichtlich. Ja, das soll jetzt erstmal an Credits genügen. Ach, das war's schon? Schau mal, wer alles beteiligt war bei Max der Entertainer. Und ach so, das weil ist wir jetzt schon alle so gut drauf sind und so gut gelaunt sind, dachte ich, fangen wir mal weiter an mit Witzen. Witze mag ich. Nein! Oh! Okay, offensichtlich in die Richtung. Die kleinste Brauerei Deutschlands. Na? Bayern München, 11 Flaschen. Richter zum Angeklagten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Angeklagter, okay, die schlechte. Richter, naja, die schlechte, sie werden erschossen. Schon scheiße. Angeklagter, oh, und was ist dann die gute? Ja, sagt der Richter, na, Robin schießt. Robin schießt. Ach so. Okay. Oh, Max hat Bayern-Witze Bayern rausgesucht. Einen Flaschengeist, okay. Sagt der Geist, du hast mich gerettet, du hast einen Wunsch frei.
Der Bayern holt. Du hast da Bälle vergessen. Weltkarte. Oh. Bayern-Fan. Holt eine Weltkarte aus der Hosentasche und sagt: Ich wünsche mir den Weltfrieden. Das geht nicht, antwortet der Geist. Der Fan sagt: Dann wünsche ich mir, dass der FC Bayern das Triple holt. Was ist denn das? Das Triple? Echt? Ja. Was auch immer. Der Geist kratzt sich am Ohr und sagt: Lass mich doch nochmal die Weltkarte sehen. Okay, einen habe ich noch so. Oder 21. Mal schauen. Neuer, Lahm und Müller sitzen in einem Café. Meint der Neuer: Sachen gibt's. Meine Frau hat Schneewittchen und die sieben Zwerge gelesen und sieben Kinder bekommen. Was mache ich denn da eigentlich? Lahm sagt: Kenn ich. Meine Frau hat Jim Knopf und die wilde 13 gelesen und hat 13 Kinder bekommen. Der Müller springt auf und ruft voller Entsetzen: Oh mein Gott, meine Frau liest gerade Alibaba und die 40 Räuber. Was hast du kackt? Das ist besser, irgendwann mal. Alter. Ja, ich hab's mir vorher nicht durchgelesen. Naja, aber vielleicht. Achso, da kann ich zu einem springen. Ich hab was rausgefunden. Oh, ah! Nach dem Auslandsturnier der Bayern. Reporter, na, wie fühlen Sie sich nach. Wo kam der denn jetzt her? Artura Vidal. Artura Vidal. Naja. Vidal sagt: Ey, Niklas, grüß dich. Super drauf. Ich habe zum Beispiel zwei Bombentore in einem Spiel geschossen. Reporter: Herzlichen Glückwunsch. Wie ist das Spiel denn ausgegangen? Vidal sagt: 1-1. Oh Mann. LOL hasse ich übrigens auch. Und deswegen muss ich das hier spielen, weil das gerade meine Bestrafe ist. Dieser erstaunt. Sie hier, was haben Sie, wie haben Sie denn das Tor gefunden? Verstehst du, ne? Weil Ribéry und Tor ist auch ein Das ist so lächerlich, weil Ribéry und Robben sind richtig gute Spieler. Ist der Erfinder der Rasen. Nur haben die gerade eine kleine Flaute vielleicht. Ganz logisch, Karl-Heinz Rummenigge. Okay, was ist der Unterschied zwischen den Spielern von Bayern München und Gildo Horn? Gildo geht ab und hat mit über 30 Jahren noch Erfolg. Oh, okay. Boah, es wird ja immer schlimmer. Was ganz Gutes. Der muss richtig recherchiert haben, was der zwei Stunden lang vorlesen kann. US-Präsident Obama. Obama hat die bessere Verschleierungstaktik. Was ist das? Was ist das? Warum ist da ein Ausrufezeichen? So, die anderen sind mir zu lang. Obwohl, warte, ich lese mal so einen richtig ganz langen vor. Der ist bestimmt richtig gut. Lange Witze sind toll. Durch einen schrecklichen Zufall versterben in einer Woche zuerst Franz Beckenbauer und ein wenig später Uwe Seeler. Ja, das wäre echt schrecklich. Als er in den Himmel kommt, sagt Gott zu ihm: Hallo Herr Seeler, schön Sie hier zu sehen. In Anbetracht Ihrer großen Verdienste um den HSV kriegen Sie hier ein eigenes Häuschen. Glauben Sie mir, diesen Bonus bekommt nicht jeder. Gott nimmt Seeler an die Hand und führt ihn zu einem hübschen kleinen Häuschen auf einer kleinen Wolke. Die Fußmatte an der Tür ist mit dem HSV-Logo versehen und eine kleine schwarz-weiße blaue Fahne weht im Vorgärtchen. Seeler denkt sich: Ja, ganz nett. Dreht sich um und traut seinen Augen nicht. Auf der nächsten Wolke hoch über ihm steht der italienische Palazzo. Da war einer! Lauf! Lauf! Oh, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Rot-weiß gestrichen. Über und über mit FCB-Symbolen, Graffiti-Fahnen. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Was mache ich denn? Wo kann ich denn was kaufen? In den Karten. Aus riesigen Lautsprechern dröhnt Stern des Südens. FC Bayern. Gewandtes Stern Hauspersonal erfüllt alle Wünsche. Seeler wendet sich an Gott und sagt, schwer buskiert: Was ist das denn? Wieso kriegt der Beckenbauer so einen Palast eingestellt? Der ist doch ein Ehebrecher, der Mann. Hä? Was kaufe ich denn? Wieso lebt er hier in so einer prächtigen Villa? Das da? Gott dreht sich um, schaut Seeler tief in die Augen und sagt: Mein Sohn, das ist nicht Beckenbauers, das ist meines. Jetzt habe ich nicht zugehört. Wie ging der Witz jetzt aus? Stiefel der Beweglichkeit. Ob das so der längste ist von allen. Ich denke, ich bin relativ langsam. Der Sehnestein, der fehlt mir auch noch. Dann müssen wir jetzt mit Max, ne, jetzt mal ganz im Ernst. Wie kann man mich denn zwei Stunden lang jetzt voll quatschen bei einem Spiel, wo ich mich konzentrieren müsste, um es einigermaßen auf die Reihe zu kriegen? Weil es ergibt mir ja noch nicht mehr die Möglichkeit, dieses Spiel ansatzweise zu mögen. Herzlich willkommen. Ich habe hier Dieter Bohlen, um endlich mal die Frage zu klären. Ist Max wirklich der bessere Sänger von Max und Moritz? Und Dieter hat er gehabt! Was sagen Sie denn, Herr Bohlen? Ja klar, hat er gesagt.
Super. Damit haben wir das ja dann ernsthaft geklärt. Du hast doch nicht mal die Mühe gemacht und es eingespielt. Hast es nur über die Lautsprecher laufen lassen? Mafia 3. Was kommt? Mafia 3? Naja, wo das jetzt geklärt ist mit Singen, würde ich dann am besten jetzt eigentlich auch ganz gerne mal. Du singst jetzt nicht. Ein kleines Liedchen. Nicht singen, sondern performen. Auf meiner Jazzflöte. Auf deiner Jazzflöte. Mach doch! Ey, was mach ich denn dann? Ich hör mich nicht richtig. Oh. Ja. Echt jetzt? Er spielt's noch nicht mal ein. Das ist so schlecht, Max. Ich prangere das an. Hört man Max eigentlich noch laut genug? Habe ich denn das Richtige gekauft? Weiß man das? Boah, das ist so nervig, dieses komische Gelaber da. Ey, da mal ich doch lieber da 20 Stunden lang Mandalas. Ach nee. Mach was! Mach was! Wer ist denn K? Anstrengend. Ey, dann noch lieber 2 Stunden ASMR. Ja, danke. Ja. Ja, was war das jetzt? War das schon Chapter 3? Dann kommen wir jetzt zu Chapter 4. Ja, und wie machen wir das jetzt am besten? Am besten gar nicht. Nee, ich fang einfach an. Schubsen. Was? Schubsen. Was ist? Warum? Schubsen. Was? Schubsen. Das soll er lassen. Warum denn schubsen? Schubsen. Bin ich eigentlich der Schubsen. Level 9, ich bin Schubsen. Gar nicht so schlecht. Schubsen. Will der mich verarschen? Schubsen. Er kann doch nicht die ganze Zeit Schubsen sagen. Schubsen. Alter, der hat gerade alle auf einmal getötet. Schubsen. Boah, ist der krass. Schubsen. Ich will auch einen, der so stark ist. Schubsen. Mal Gott sei Dank ist er vom Mikro weggegangen. Schubsen. Oh. Schubsen. Das war mir eine Million wert. Heißen Schubsen. Die Minions? Ich weiß es nicht. Schubsen. Ach, der soll das lassen. Schubsen. Nee. Schubsen. Nee. Schubsen. Nee, nicht schubsen. Schubsen. Ist ja voll nervig. Schubsen. Dem ist schon klar, dass auch Leute Schubsen. Zugucken, ne? Wie kann man Schubsen. Sich denn 2 Stunden Schubsen. Lang vor seinem Mikrofon Schubsen. Hängen und die ganze Zeit Schubsen sagen? Schubsen. Ich will gleich jemanden schubsen, da bist du ja aggressiv bei. Schubsen. Lass das! Schubsen. Schubsen, ey. Schubsen. Boah, Max, das gibt die fieseste Rache schubsen. Ever, ey. Schubsen. Was geht eigentlich so auf den anderen Lanes? Schubsen. Ich hab Lane gesagt, ich bin voll der Fachmann. Schubsen.
Schubsen. Ey, ich möchte einen nächstes Mal, der Damage macht. Könnt ihr mir jetzt schon mal sagen, wen ich gleich nehmen soll, um Damage zu machen? Meiner kotzt mich ja so hart an. Schubsen. Da macht mir keiner von diesen Attacken wirklich klug. Schubsen. Leck mich am Fuß. Guck mal, wie weit wir vorkommen. Schubsen. Warum kann ich? Ich hab keinen Mana. Schubsen. Das hatten wir auch noch nicht. Schubsen. Auf jeden Fall. Oh, Schubsen. Schubsen. Ich sehe jetzt schon, dass da unten gleich einer kommt und mir auf die Schnauze haut. Schubsen. Wie aufgeben? Nein! Schubsen. Ach so, die sind alle tot. Schubsen. Habt ihr alle vielleicht einen Eck, der vom Level weiter unten ist, damit es für Morte vielleicht ist? Ey, das klingt. Schubsen. Aber ich glaube, genau das ist das Ding. Schubsen. Dass es darum geht. Schubsen. Den anderen Menschen so wenig Spaß wie möglich zu machen. Schubsen. Alter, der setzt sich ernsthaft vor die Kamera und sagt zwei Stunden lang Schubsen. Schubsen. Hey Max, das ist fast schon ein bisschen gestört. Schubsen. Was ist denn los mit dem? Schubsen. Hört man Max überhaupt noch? Schubsen. Bin ich der Einzige, der Max hört? Schubsen. Boah, hoffentlich wird das wegen Psycho-Inhalt geblockt, dieses Video. Schubsen. Boah, ich möchte auf jeden Fall einen, der schießt. Schubsen. Diese Nahkämpfer gehen mir ja. Oh Gott, wo kommt er denn her? Schubsen. Der ist doch mein Haus. Warum kommt der aus meinem Haus da aus dem Nichts? Schubsen. Das sind alles Smurfs. Ach so, ach, wir können gar nicht gewinnen, das ist gut. Schubsen. Wir hören Max auch, das ist mein Beileid. Schubsen. Ich weiß auch nicht, was sich hiervon lohnt. Ich glaube, man könnte mal immer Sachen kaufen, damit man besondere. Was ist das denn? Perle der Verjüngung. Schubsen. Habe ich das nicht schon? Schubsen. Klasse. Laufstiefel. Schubsen. Habe ich irgendwas noch nicht hier? Ja, aber ich dachte, Heiltrank kann ich noch kaufen. Wer ist legendär? Schubsen.
Schubsen. Oh, ich dachte, ich töte einen. Schubsen. Ach, wie gerne ich nur Schuhputzen endlich mal sagen möchte. Naja, kommen wir zum nächsten Wort. Schuhputzen. Ich dachte, das hier wären Gegner, aber das ist nur ein... So ein kleiner. Schuhputzen. Fast schon unzumutbar. Schuhputzen. Haben sie es gleich geschafft? Schuhputzen. Ja, wenn ich ihr wäre, ne? Schuhputzen. Ich würde Max nie wieder irgendwas zugucken. Schuhputzen. Willkommen bei Max Online. Schuhputzen. Das kann sich ja keiner antun. Schuhputzen. Haben wir verloren? Ach, immer noch nicht. Schuhputzen. Ich weiß noch nicht mal, wann das Spiel vorbei ist. Wo sehe ich eigentlich, wie lange ich noch... Schuhputzen. Bin ich das da? 3 Sekunden, dann bin ich wieder da. Schuhputzen. Und dann geht's weiter! Schuhputzen. Oh, daneben. Schuhputzen. Oh, ey, das war erst ein Spiel, das dauert eine halbe Stunde. Schuhputzen. Ey, GG. Schuhputzen. Oh. Schuhputzen. Geht wieder zurück. Vielleicht ist es aber auch Schuhe putzen. Ey, wir werden es nie erfahren. Schuhe putzen. Oh ja, Schuhe putzen. Der Schuhe putzen. Was mache ich denn jetzt hier? Startseite? Schuhputzen. Ah, es tut mir wahnsinnig leid, Leute. Es tut mir echt leid. Schuhputzen. Der sagt jetzt halt eine Viertelstunde Schuhe schubsen und Schuhputzen. Ist der komplett tighter? Was ist denn los mit dem? Schuhputzen. Schuhe putzen oder auch nur eins. Das wäre dann Schuhputzen. Eins Schuh? Mann, Max, ey, dann putzen. Konzentrier dich zumindest. Das ist, alter Vater, ey. Schuhputzen. Ich würde jetzt gerne... Schuhe putzen. Holly möchte dich... Schuhe putzen. Achso, ja, Holly, komm Schuhe zu. Schuhe putzen. Komm, wir machen noch eins. Schuhe putzen. Wir machen ein normales noch, dann machen wir das Ranked, damit ich es hinter mir habe, und dann noch ein normales, und dann ist es hoffentlich vorbei. Oh, ist einfach fertig. Chapter 5? Bestimmt. Chapter 5 auch. Nenne ich das lange Wort. Aha, Spaß. Das ist erst Chapter 30. Ja, Ich höre das schon gar nicht mehr. Vor. Oh, er liest mir eine Geschichte vor. Ganz einfach. Allerdings ist das Problem, dass ich voll Hunger habe und dabei leider essen muss. Wie unhöflich, aber sorry. Also, der alte Sultan. Und ich hatte einen Bauer, einen tollen Hund.
der Sultan hieß. Der war aber alt geworden und hatte alle Zähne verloren. Nur dass er sich nichts mehr fest zupacken konnte. Mit dem Mund so. Habe ich einen vergessen oder waren das alle von gerade? Einmal stand die Bauer, der Bauer, seiner Frau, vor der Haustüre und sprach den alten Sultan an. Den alten Sultan schieße ich morgen tot. Der ist so nichts mehr zu Nütze. Und die Frau, die Mitleid mit dem neuen, treuen Tier hatte, antwortete. Ah. Holly, das ist sehr lieb von dir, dass du mir das erklären möchtest, ja, aber ich muss ja gleichzeitig Max zuhören. Klingt krank. Also deswegen ist gerade ein bisschen schlecht. Aber wenn, falls ich es nochmal irgendwann spielen sollte, klar, gerne. Wollten wir wohl noch das Gnadenbrot geben. Was sagt ich hab den Anfang der Geschichte verpasst. Du bist nicht recht gescheit. Er hat keinen Zahn mehr im Maul. Und kein Dieb fürchtet sich vor ihm. Er kann jetzt abgehen. Hat er uns bedient? Dort hat er ein gutes Fressen dafür gekriegt. Ich mach mal Jungle, ich glaube, das ist ganz gut. Alter Vater, ey. In der Sonne ausgestreckt lag, hat er alles mit angehört. Oh Mann, ey. Immer traurig. Kann man ja mal zusammenfassend sagen, was passiert in der Geschichte? Dann ist der Tag sein sollte. Sind wir jetzt nur zu dritt oder möchte noch jemand mitspielen? Ich kann verstehen, wenn ihr es nicht wollt. Ein Freund, das war der Wolf, dem schlich er abends hinaus in den Wald und klagte über das Schicksal. Dann starten wir jetzt. Das sind wir Vorstunde. Ja. Höre, du Vater. Ach ja, Wolf. Deine guten Hüten. Ich will dir auch nur helfen. Ich habe mir etwas ausgedacht. Morgen. In aller Früh geht dein Herr mit seiner Frau ins Heu, um zu nehmen ihr kleines Kind mit, weil niemand im Haus zurückbleibt. Sie fliegen das Kind während der Arbeit. Ach so. Sie legen es. Hier steht, sie pflegen das Kind. Während der Arbeit hinter der Hacker in den Schatten zu legen. Ah, okay. Legt sich dein Leben so, als wolltest du es bewachen. Warwick, okay. Rauskommen und das ich gucke. Warwick. Vielleicht kann ich das rekopieren. Du musst mir eifrig nachspringen, als wolltest du mir es wieder abjagen. Ich lasse es fallen und du bringst es den Eltern wieder zurück. Warwick. Okay. Ja, Mann, du hättest es gerettet. Ich bin viel dankbar. Als dass sie dir ein Leid antun würden. Im Gegenteil. Du kommst in völlige Gnade. Und sie werden dir. Na gut, ich guck mal. Und nicht. Ey! Fehlen lassen. Ich hasse es, wenn Max spricht, während er den Mund voll hat. Er hat das Gefühl im Mund. Und er isst eigentlich nur 90% des Tages. Und wie er sich ausgedacht war, so. Er auch aus- wenn ich Jungle werde, nehme ich Warwick, alles klar. Aber ich kann das auch nicht verstehen, womit ich das verdient habe, wenn ich ehrlich bin. Das fällt auch nicht wahr. Als ich aber den alten Sultan zurückbrachte, war er froh und streitete und sagte, dir soll kein Herrchen gekrümmt werden. Du sollst das Gnadenwurst essen, solange du lebst. Gnadenwurst? Dass er sich noch nicht mal Mühe gibt bei der Aussprache, kotzt mich an. Zu seiner Frau aber sprach er, geh gleich heim und koch dem alten Sultan einen Weckbrei. Weg? Ich brauche nicht zu beißen. Ich hole noch Kopfkissen aus meinem Löffel und schenke ich ihn zu seinem Lager. Von nun an hat es der alte Sultan so gut, wie er es sich wünscht. Ich bin Jungle! Weiter, ja. Nice! Ich suche ihn, er wollte Warwick. Wo kann ich suchen? Ach da. Dass alles wohl gelungen war. Hab ich den. Aber du Vater, sagte er, du wirst doch ein Auge zudrücken, wenn ich bei Gelegenheit deinem Herr ein fettes Schaf weghole. Es ist heutzutage schwer, sich durchzuschlagen. Darauf. Episch. Ja. Darauf rechnen wir nicht, antwortete er uns. Mein Herr bleibt es treu. Das kann ich nicht zulassen. Der Wolf meinte, das wäre nicht im Ernst gesprochen worden. Kam in der Nacht hereingestichen und wollte sich das Schaf holen. Aber der Bauer, der die treuen Sultan das Vorhaben des Wolfes verraten hatte,
Hast du ihn ab? Kann ich hier eigentlich auch was anderes nehmen? Ach, das sind so grundsätzliche Fähigkeiten. Okay. Der Wolf muss man aufpassen. Gib aber den Hund zu, warte, das ist der Geselle. Darf man gleich zu bieten. Oh oh. Am nächsten Morgen schickt der Wolf das Schwein und sich den Hund hinaus in den Wald fordern. Zwei Sekunden, ne? Wir müssen dann was ausmachen. Der alte Sultan konnte keine Ahnung besser mehr als eine Katze, die nur drei Beine hatte. Als sie zusammen hinausgingen, konnte sie die A-Katze nachher. Und es lag nicht so gleich vor Knast und schwankte in die Höhe. Und der Wolf und sein Beistand waren schon am Ort und Stelle. Geht zu den Monstern im Wald und die kaputt. Fangen als sie aber ihren Gegner daherkam, dann meinte sie, er führte einen Säbel mit sich. Weil den aufgerichteten Schwanz der Katze das Smite nehmen. Katze zerschneiden. Und wenn das arme Tier so auf drei Beinen hüpfte, dachte er sich nichts anderes, als hebe es jedes Mal einen Stein auf und wolle damit werfen. Ich spiele dauernd gar nicht so lange. Mein letztes Match ging 40 Minuten. Manchen wollen wir an. 40 Minuten? Das wilde Schwein verkostet mit Laub. Ey! Und der Wolf sprang auf einen Baum. Was ist nur passiert, ne? Als die ankamen. Ey, das MOBA, ne, ist gar nicht das Problem. Ich habe nur gar keine Chance, mich zu konzentrieren auf dieses Spiel. Weil du so eine Psychonummer hier abziehst. Verstecken können. Und dann siehst du Ohren raten noch heraus. Nächste Runde ist übrigens ranked. Ihr könnt euch schon mal aussuchen, falls ihr könnt euch schon mal überlegen, ob ihr Lust habt darauf. Die Katze, welche meint, das Regelsicht einer Maus, sprang drauf zu und biss herzhaft hinein. Da hob sich das Schwein mit großem Geschrei, lief fort und rief, hört auf den Baum, da sitzt der Schuldige. Wo sind denn Runen? Der Hund und die Katze schauten hinauf und blickten. Sind das Runen? Den Wolf. Er schämte sich so, dass er sich furchtsam gezeigt hatte und nahm. Ich glaube, macht keinen Unterschied, oder? Was sind Runen? Nimm den Wechsel Runen auf Ed, falls Max sowas hat, oder Tank. Wo sind denn Runen? So, dann jetzt endlich das, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar ein Lied. Kann ich es dir... Achso, wenn Spell denn auf S hast, W-Skill, als erstes drück mal auf deinen Runen neben den Zaubern. Drück mal da drauf, da wo Lux steht. Achso. Und was mache ich da? Smite? Oh, jetzt habe ich es verkackt. Was war's denn jetzt? Am letzten Viertelstunde habe ich mir einen Typen ausgewählt und wir spielen, nicht? Nervig. Aber jetzt kann ich also wieder draufklicken. Drück mal auf deine Runen neben den Zaubern und da Gnar wählen. Alter Vater, Gnar. Der ist geliebt, weil er dein WW gesehen hat. Was hat er gesehen? Was ist denn mein WW? Ich hasse Max auch. Ey, da sind wir ja nicht. Na, der Moment ist ja. Dann können wir jetzt nochmal einen Witz raushauen. Ein Autofahrer ist auf einer Autobahn in Bayern in einem Stau stecken geblieben. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Plötzlich klopft ein Polizist an das Fenster. Der Autofahrer kurbelt die Scheibe runter und fragt neugierig, was denn los sei. Die Polizistin antwortet mit ernster Stimme: Jemand hat die Botschaft. Nee, die Mannschaft von Bayern München entführt und möchte jetzt 20 Millionen Euro in Lösegeld.
Sonst wird die gesamte Mannschaft mit Benzin übergossen und dann qualvoll verbrannt. Aha, erwidert der Autofahrer. Die Polizisten wiederholte, verstehen Sie das? Wir gehen nun von Auto zu Auto, um zu sammeln. Da fragt der Autofahrer, wie viel geben die Leute so im Durchschnitt? Die Polizistin, na etwa 10 Liter. Aber du hast doch gesagt, dass ich Warwick nehmen soll. Zuhören. Sein. Kommt nämlich noch so ein anderer Verein dann vor. Und dann? Der Trainer vom FC Bayern München besucht Schalke 04. Kenn ich nicht. Im Training. Da fragt der FCB-Coach. Wie schaffst unter du Gnar, auch Gnar wählen, so den Reiter oder Jungle. Das ist der Schalke-Trainer. Julian, komm mal hierher. Da kommt Draxler angelaufen. Der Coach fragt ihn, wer ist das Kind deiner Eltern, wenn es nicht dein Bruder und deine Schwester ist? Darauf antwortet Draxler ohne Probleme, ich. Die Antwort ist richtig. Im Training von FC Bayern München ruft der Trainer Frank, komm mal zu mir. Maul, da kommt Frank Rudi dahergelaufen. Aber Gnar ist okay, sagst du? Der Bayern-Trainer fragt ihn, Jungle? Wer ist das Kind deiner Eltern? Seine Runen sind so dreckig. Deine Schwester ist. Ey. Frank Rudi überlegt und fragt, ob er die Antwort morgen geben könne. Der Coach sagt ja. Am selben Abend fragt Rudi seinen Teamkollegen Thomas Müller. Wer ist das Kind deiner Eltern, wenn es nicht dein Bruder oder deine Schwester ist? Müller antwortete prompt, na ich. Ribéry merkte sich die Antwort und ja. ging einen Tag später zum Coach und sagte, das. Thomas die Müller. Antwort lautet Thomas Müller. Darauf der FCB. Das ist ein ADC. Nein, okay. Falsch. Was ist das für ein Witz? Hey Max, genau, was aber ist das für ein Witz? Ja, der dachte Thomas Müller und nicht ich. So, ich muss kurz wieder umstellen. Es wird immer besser, ihr merkt das schon. Geht Matthias Sammer mit einer Glasscheibe durch das Trainingslager des FC Bayern in Afrika. Da trifft er Karl-Heinz Rummenigge. Theoretisch müssten wir jetzt fragt, gleich das Spiel sein. Warum trägst du denn eine Glasscheibe bei diesem Temperatur mit der herum? Sammer antwortet. Klasse. Wenn mir die Sache hier zu heiß wird, drehe ich einfach die Scheibe runter. Das tut auch schon auch ein bisschen weh, ne? Macht betroffen. Ein bisschen? Du ja, blöder Sack! In einer Münchner Grundschule werden die Kinder vor. Oh, ein bisschen weh, ey. Gesagt, guck mal, da hat er einen Baum genommen. Das ist eigentlich mein Lieblingsheld. Aber ich habe heute gedacht, komm, spielst du mal Warwick. Ach, das wäre lustig. Die Lehrerin fragt ihn erstaunt: Max, du bist als einziger hier in der Klasse kein Bayern-Fan? Naja, bin ich nicht, sagt Max. Ich bin HSV-Fan. Meine Mama und mein Papa kommen aus Hamburg und sind beide HSV-Fans. Guck mal, wie er sich jetzt rausredet. Du kannst doch nicht HSV-Fan sein. Was kaufe ich jetzt? Eltern, die das so vorleben. Was wäre denn, wenn dein Vater ein Versager wäre und deine Mutter im Gefängnis säße? Max zögert keinen Moment und antwortet prompt auf die Frage. Dann wäre ich Bayern-Fan. Ja, dann wäre ich wohl auch Bayern-München-Fan. ihr Assis. Kaufe ich das? Volksfans. Ist gekauft. Scheiß drauf. Cash Money, Earn Money. Moritz, ja, hallo. Fußballwissen hier raus. Achso, ich bin hier die. Das war lustig. Fußball. Good luck, amazing Dragons. Bayern blessing ist with you. Schlecht. Schalke ist schlecht. Also hier. Wo ist hier? Alle anderen Vereine sind so okay. Und wer hat das denn gesagt? Cool. Wo ist Holly denn? Bist du? Ne? Nee? So kann man doch die Buben. Wer ist denn Holly? Zusammenfassen. Hast du Spaß eigentlich gerade? Kaufen, ja. Was vorgegeben ist. Spielst du schön mit? Mit Malzahar. Schön, ja, hört sich gut an. Mit ja, wem spiele ich? Ja. Malzahar? Schön. Gut. Und wir gehen jetzt weiter zu Chapter 11. 11, 11, 11. Ich habe gerade schon was gekauft. So, jetzt Chapter 11, 11, 11, 11, 11, wie wir gerade schon gehört haben. Was kann man denn hier kaufen? Wo sehe ich meine Startgegenstände? Und ich lese immer nur das zweite Wort vor, okay? Jedes zweite. Kannst ja mal versuchen. Wo soll ich denn hier irgendwas kaufen können? Ich komme ohne, dass es sich verwählt. Achso, der kommt jetzt gleich. Gibt viele dem Federvieh, der wegen diese legen, weil dann. Guck mal, da erscheint was. Raten kann. aber man Federn gebraucht. Die und viele man nicht.
Gefühle. Und jetzt? Da die Bolt. Mist. Das nicht. Was mache ich denn jetzt? Wollte. Oh, das ist nicht schlecht. Hühner 3. Ein. Ach so, der liest Hahn. Max und Moritz vor. Ey, das ist genial. Ich glaube, ich entwickle gerade die Methode, wie man Bücher schnell liest. Und dachten, was hier wohl Geschwinde 2 schneiden sich. Nicht nach hier, achso. 4 jedes. Den machen, der ist aber stärker. Finger. Und jetzt, wohin? Binden an. Den da? Kreuz, Stück, jeden. Verlegen. Weiter, genau, weitermachen? Den. Was weitermachen? Frau. Hat der gesehen, er schon zu Kikriki. Tak, da, sie. Oh nein, da klaut er mir den! Und schlucken jedes Stück hinunter. Oh. Als sich konnte recht von die und die reißen sich und flattern und die. Ach, Herr Jemine. Sie an langen Ast. Wo war das nicht? Ich sehe immer nur ein Zeichen. Hals lang. Was ist das denn? Länger. Gesang, Bang, Bänger. Bänger. Genial. Jedes noch ein, dann der Witwe in Kammer. Brauchst du Hilfe? Ne. Ich glaube, Jungle interpretiere ich so, dass ich immer dazwischen bin, ne? Ach, war für Kraus. Okay, da soll ich offensichtlich angreifen. Fließt dem ihr all hoffen, meines Schönster hängt diesen tiefbetrübt, sorgenschwer. Sie. Ich weiß nicht, was ich da aktiviert habe, irgendwas habe ich aktiviert. Ja. Macht den kaputt! Und muss ich da klicken oder macht er das von selbst? Okay. Das so nicht. Da, lernen wir das mal. Hängen. Was ist das denn? Und stummen kehrt in Haus. Dieses der Streich, der folgt als gute Bolte. Von Schmerz dachte so und das wohl Beste verstorben. Hienieden so abgeschieden. Krieg ich dein Leben wieder? Und Ehren gebraten verzehren. War Trauer so sie so und abgerupft Herde sie einst schönen bald Hofe im lebensfroh Sande. Also ja, so langsam verstehe ich's, aber ich glaube, ich bin keine Hilfe. Und fehlt bei denen einer dabei. Da muss ich hin, okay. Rochen dieses. Nee, rochen. Oh. Aufs gekochen es. Durch. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Wir hören ja Max reden. Sie, Hühner. Und sonst kann man da zu dem Spiel ja nichts sagen. Ja, Schimmer. Lieblich. Greife ich den jetzt hier an? Der. 2000 Schmuck. Hat er. Ich würde gerne noch warten, bis ich das hier habe. Wenn ich verstanden habe, macht das besonders viel Schaden. Eben. Mit Teller wollte den. Wie viel Schaden mache ich denn eigentlich so? Dem eine. Sieht man das irgendwo, wie ich. Sie schwärmt. 67? Da brauche ich ja ewig. Aufgewärmt. Unterdessen. Ja, ich greife ja schon an. Ist tätig der Max schon. Alles nehme ich jetzt. Ich hau immer einfach alle Skins raus, Skills, die ich hier habe, und dann rein damit. Schwuppdiwupp. Was macht denn das? Erbitterung aufnehmen. Achso, das wird wahrscheinlich gar keinen Schaden machen, ne? Ein. Oh, den mach ich gerade schon fertig. Hau! Jetzt 2. Hau! Jetzt 3. Jetzt noch 4. Dich, wir,
der, sah, genau, er, Bild, Ravau. Aber sind ganz fort von Dach. Jetzt ist erst der erste Held gestorben. Wie es wohl ausgeht. Na, wird geben, Frau kommt, angewurzelt, sie als nach Pfanne. Waren spitz. Die Pfanne war spitz? War erst. Was ist das für ein Vieh? Warum? Du wart, komme. Flächenverbesserung. Dem groß, schwer, es spitzen. So macht mir das Spiel Spaß, so lange keiner da kommt, mir auf die Schnauze haut. Denn fühlt schuldenfrei. Achso, ich habe nicht darauf geachtet. Wen soll ich jetzt fertig machen? Und im Versteck. Aber der und ganzen guckt noch. Und jetzt? Bein heraus. Ach ne, dieses war. Bittet um Hilfe, Streich, oder? Der folgt. Streich. Ach, schön. Ich glaube, jetzt am Ende haben wir es alle rausgekriegt, dass es kein Aus Bibel ist. Dass es was kein ist? Kein Bibel? So, dann dann kommen wir noch direkt zum nächsten Streich. Streich. So, gleich hast du es geschafft. Gleich sind es nur noch 5 Minuten. Aber wenn du das jetzt zum zweiten Mal hörst, dann ich muss das zweimal hören. Max der Entertainer ist ein großes Kunstwerk. Das auch als großes ins Ganze gesehen. Warte, ich muss das zweimal hören. Und deswegen hörst du dir das gleich einfach alles nochmal an. Aber wenn du das jetzt hier zum. Nur weil du so unkreativ bist. Nein, weil dann sind es nur noch 5 Minuten. Aber vorher heißt es eigentlich 5 Minuten und eine Stunde. Das ist natürlich heftig. Das tut mir jetzt leid für dich. Es sei denn, du hörst es zum zweiten Mal. Dann tut es mir nicht leid. Aber wenn doch, dann tut es mir leid. Und wenn nicht, dann nicht. Naja. Vielleicht die anderen. Guckt überhaupt noch jemand zu? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht irgendwann mal, ne? Ein paar Leute spielen mit. Ich glaube, die gucken noch zu. Ihr könnt ja mal auf Facebook und Twitter gehen, während ihr hier lustig spielt. Und schon mal da folgen. Moritz hat gesagt, er würde das gerne, dass ihr das macht. Genau. So. Da habe ich noch 5 Minuten für irgendwas. Max, der Entertainer. Vielleicht lese ich nochmal die Credits vor. Ach nee, warte, das hörst du ja dann gleich nochmal. Spannend. Spannend. Ich blick da nicht durch. Bin auch schon ganz aufgeregt, nochmal die ganzen Witze zu hören. Die waren wirklich gut. Na, ich hab ne Idee. Ja, jeder weiß ja, was du für ein fantastischer Elektro-Fan bist. Und ich weiß auch, was für ein fantastischer Musiker ich bin. Und deswegen kommt jetzt DJ Maximus Decimus Meridius straight from Spain. Hier zu uns. Herzlich willkommen. Spain? Mann, der Typ war der Portugiese. Let's party. Was ist das denn hier? Rasengut. Go to the party. Go, go, go. Alright, alright. Alright, alright. Here we go. Come on, come on, come on, come on. Porte jetzt mal oben. Ach ne, da unten offensichtlich. So.
Go, 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 go. DJ, J, 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 J. Go! Und einmal alles. Da, und den Knopf. Totale Eskalation! Aber ich bin erst einmal gestorben. Ja, und dann gibt's noch den Mega Drive. Drive, 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 Drive. Hab ich auch Schaden gemacht? Yeah. Here we go! Wir sind über die Stunde drüber. Ich hoffe, der Bass kommt auch so rüber. Naja, damit hast du jetzt eine Stunde überstanden und alles geht nochmal von vorne los, 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 los. Oh, sick, diese Übergänge. DJ Maximus, muss, muss. Waren das drei, die jetzt da waren? Wo kommen die denn immer alle her? Hallo, lieber, lieber Moritz. Oh, es geht nochmal los, ey. Schön, dass ich dich jetzt bereichern darf mit League of Legends 2 Stunden nach. Danach wirst du der absolute Pro sein, bestimmt gar nicht, auf gar keinen Fall. Es wird dir auf jeden Fall aber Spaß bringen. Und dabei darfst du dir jetzt anhören, Max, der Entertainer. Viel Spaß. Max, der Entertainer. Ich finde dieses Spiel so unfassbar langweilig. Mit Max. Casting von Max. Second Unit Directors Max. Associate Producer Max. United Kingdom Production Crew, Max. Production Supervisor, Max. Production Manager, Max. Second Assistant Directors, Max. United States Production Crew, Max. First Assistant Director, Max. Second Assistant Director, Max. Sound Design, Max. Mechanical Effects Supervisor, Max. Effort. Visual Effects Supervisor, Max. Stunt Coordinator, Max. Financial Controller, Max. Ich glaube, es geht ja um nichts. Photography by Max. Production. Aber ich rechne euch das auch sehr hoch an. Max. Script Supervisor, Max. Dass ihr noch mit mir spielt. Assistant Director, Max. Camera Operators, Max. Assistant Cameraman, Max. Second Assistant Cameraman, Max. Dolly Grips, Max. Video Assist Techniken, Max. Sound Mixer, Max. Boom Operator, Max. Sound Maintenance, Max. Supervising Art Director, Max. Art Director, Max. Set Decorator, Max. Production Illustrator, Max. Senior Draughtman, Max. Draughtman, Max. Construction Manager, Max. Property Master, Max. Scenic Artist, Max.
Supervising Decor and Lettering Artist, Max. Supervising Sculptor, Max. Production Buyer, Max. Research, Max. Assistant Special Effect Supervisor, Max. Special Effects Floor Supervisor. Du kannst mir persönlich auch Nachrichten mitgeben. Senior Special Effects Technicant, Max. Special Effects Technicant, Max. Specialist Senior Wire Technicant, Max. Charge Hand Rigger Special Effects, Max. Special Effects Electronic Engineer, Max. Wardrobe Supervisor, Max. Wardrobe Mistress, Max. Wardrobe Master, Max. Makeup Supervisor, Max. Chief Makeup Artist, Max. Mr. Connery's Makeup Artist, Max. Chief Hairdresser, Max. Hairdresser, Max. Chief Makeup Artist Prosthetics, Max. Unit Publicist, Max. Publicity Assistant, Max. Stills Photographer, Max. Production Accountant, Max. Assistant Production Accountant, Max. Assistant Accountant, Max. Accountant's Assistant, Max. Assistant to Mr. Spielberg, Max. The Secretary to Mr. Spielberg, Max. Assistant to Mr. Marshall, Max. Ach ja, stimmt. Keine Ahnung, was ich da machen soll. Die kommen aus dem Nichts zu viert auf mich drauf. Animal Consultant, Max. Camel and Horsemaster. Hey, Reflexer. Chief Wrangler, kein Ding. Max. Mr. Würde mich selber muten. Max. Mr. Connery Stand-In, Max. Location Manager Germany, Max. Vehicle Maintenance, Max. Armorer, Max. Armorers, Max. Unit Nurse, ich hab keine Max. Ahnung, was da passiert. Physiotherapist, null Ahnung. Max. Irgendwelche, alle Trainer, töten sich alles. Supervising Standby, Prop Man, Max. Charge Hand Dressing Prop Man, Max. Achso, warte mal, ich Storm kann, glaube ich, ein paar Sachen kaufen, oder? Max. Standby, Prop Man, Max. Was ist denn ein Ass? Assistant Construction Manager, Max. Hot Carpenter, Max. Hot Painter, Max. Hot Rigger, ich kaufe mal das, was am teuersten Max. Ist. Supervisor Stage Hand, Max. Construction Buyer, Max. Standby Carpenter, Max. Standby Plasterer. Guck mal, wir Max. Haben da oben. Standby Painter. In der Mitte gehen wir Max. Richtig ab. Standby Rigger. Ich glaube, weil ich so ein guter Jungle-Typ bin. Standby Stage Hand, Max. Location Security provided by Max. Associated Editor, Max. Assistant Editor, Max. Music Editor, Max. Orchestration, Max. Mach ich da jetzt weiter, die Music eigentlich tot, oder? Max. Post-Production. Hört man damit irgendwann auf? Max. A Division of Mobs. Max. Re-Recording Mixers, Max. Supervising Sound Editor, Max. Supervising ADR Editor, Max. Dialogue Editor, Max. Sound Effect Editor, Max. Assistant Sound Editor, Max. Foley Artists, Max. Foley Recordists, Max. ADR Assistant, Max. Music Scoring Mixer, Max. ADR Mixer US, Max. ADR Mixer UK, UK, Max. Color Timer, Max. Negative Cutting, Max. Laboratory Consultant, Max. Tiles and Opticals, Max. Second Unit, London. Das war der Second Unit. Okay. Second Unit, London. First Assistant Director, Max. Second Assistant Director, Max. Third Assistant Director, Max. Script Supervisor, Max. Camera Operators, Max. Und Max. Focus Puller, Max. Clapper and Loader, Max. Grip, Max. Camera Maintenance, Max. Video Assistant Techniken, Max. Special Effect Supervisor, Max. Gaffer, Max. Chief Hairdresser, Max. Charge Hand Standby Prop Man, Max. Standby Prop Man, Max. Standby Carpenter, Max. Standby Plasterer, Max. Standby Painter, Max. Standby Rigger, Max. Standby Stagehand, Max. Spain.
Wir waren gerade bei London, ne? Jetzt sind wir in Spain. Production Manager Max, First Assistant Director Max, Unit Manager Max, Location Manager Max, Production Coordinator Max, Second Assistant Director Max, Second Assistant Director Max, warum jetzt halber? Art Director Max, Set Director Max, Wardrobe Max, Chief Make-up Artist Max, Production Accountant Max, Unit Doctor. Ich habe keine Ahnung, warum der Gegner immer schneller ist als ich. Man kann aber auch nicht weglaufen. Max, First Assistant Director Max, Art Director Max, Accountant Max. Oh, jetzt sind wir aber schon in Jordan. Ja, wir danken der Majestät King Hussein und Queen Noor und den People. Der Leute, Hasmatische Kingdom. Hey, das ist eine gute Frage. Könnt man. Ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde. Production Executive Max. Production Coordinator Max. Assistant Production Coordinator Max. Location Manager Max. Additional Photography by Max. Director of Photography Second Unit Max. Camera Operator Max, First Assistant Photographer Max, Second Assistant Photographer Max, Panaglide Operator Max, Panaglide Assistant Max, Sound Mixer Max, Boom Operator Max, Cableman Max, Art Director Max, Set Designer Max, Set Decorator Max, Leadman Max, Co-Leadman Max, Set Dresser Max, Property Master Max, Assistant Props Max, Special Effects Supervisor Max, Costume Supervisor Max, Costumer Max, Make-up Artist Max, Assistant Make-up Artist Max, Hairstylist Max, Unit Publicitist Max, Still Photographer Max, Production Accountant Max, Assistant to Mr. Marshall Max, Assistant to Mr. Lucas Max, Assistant to Mr. Rapola Max, Production Assistant Max, Transportation Coordinator Max, Transportation Captain Max, Period Cars Max, Wrangler Max, Horse Wranglers Max, Animal Trainers Max, Snake Wrangler Max, Construction Coordinator Max, Gaffer Max, Best Boy Electrician Max, Key Grip Max, Dolly Grip Max, Greensman Max, First Aid Max, Craft Service Max, Caterers Max, Extra Casting Max, Location Security Max, was passiert hier? Director of Photography Max. Warum bin ich jetzt schon wieder tot? Ich hab keine Ahnung, ich wirklich. Engineer Max, Helikopterpilot Max, Helikopter-Engineer Max, Aerial Fixed Wing Aircraft Max. Die Turnieridee, es steht noch, nur als wir darüber geredet hatten, war Max zwei Wochen in Division of Max. Pakistan unterwegs. Und hat irgendwas für die Uni gemacht. Max, aber das, ich bin da grundsätzlich eigentlich noch positiv gegenüber eingestimmt. Kann man vielleicht echt nochmal näher drüber nachdenken. Max, man müsste nur drüber nachdenken, auch was man Model Shop, braucht. Supervisor Max, Make-up Effects Supervisor Max, Matte, Matt. Hey Niklas, Max hat das aufgezeichnet. Supervisor der ist nicht gerade dabei. Max, Camera Operator Max, Camera Assistant Max, Production Coordinator Max, Optical. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinlaufen soll. Max, Optical Lineup Max. Optical Processing Max, Assistance Effects Editor Max, Matte Photography Max, Matte Modell Artist Max, Matte Artist Max, ich weiß nicht, was dieses Matte heißen soll, Modell Makers Max, Dunnevigans Digital Compositing Max, Puppet Engineer Max, Makeup and Closing Effects Max, Animation Camera Operators Max, Animators Max, Rotoscopers Max, Stage Technicians Max, Production Assistant Max, Cast Max, als Max, Stunts Max. Hey, wenn dein Gelaber nicht wäre, ne? Ich glaube, ich könnte mich echt mal in das Spiel reinfinden. Jetzt wissen wir schon mal, wer alles beteiligt war. Du hast ja nicht mal die Mühe gemacht und zwei Stunden geredet. Das finde ich lame. Weil wir jetzt schon alle so gut drauf sind und so gut gelaunt sind, dachte ich, fangen wir mal weiter an mit Witzen. Da habe ich den einen oder anderen habe ich jetzt auf Lager. Okay. Wie heißt die kleinste Brauerei Deutschlands? In erster Linie ist es einfach super langweilig. Bayern München, 11 Flaschen. Richter zum Angeklagten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie.
Angeklagter, okay, die Schlechte. Richter, naja, die Schlechte, sie werden erschossen. Angeklagter, oh, und was ist dann die Gute? Sagt der Richter, na, Robin schießt. Robin schießt. Okay. Ein Bayern-Fan findet einen Flaschengeist. Sagt der Geist, du hast mich gerettet, du hast einen Wunsch frei. Der Bayern-Fan holt eine Weltkarte. Bayern-Fan holt eine Weltkarte aus der Hosentasche und sagt, ich wünsche mir den Weltfrieden. Das geht nicht, antwortet der Geist. Der Fan sagt, dann wünsche ich mir, dass der FC Bayern das Triple holt. Das Triple? Echt? Was auch immer. Der Geist kratzt sich am Ohr und sagt, lass mich doch nochmal die Weltkarte sehen. Okay, einen habe ich noch so. Oder 21, mal schauen. Neuer, Lahm und Müller sitzen in einem Café. Meint der Neuer, Sachen gibt's. Meine Frau hat Schneewittchen und die sieben Zwerge gelesen und sieben Kinder bekommen. Lahm sagt, kenn ich. Meine Frau hat Jim Knopf und die wilde 13 gelesen und hat 13 Kinder bekommen. Der Müller springt auf und ruft voller Entsetzen, oh mein Gott, meine Frau liest gerade Alibaba und die 40 Räuber. Na, es wird bestimmt besser, irgendwann mal. Keine Ahnung, ich habe es mir vorher nicht durchgelesen. Naja, aber vielleicht haben wir schon so den Grundtonus rausgefunden. Interview nach dem Auslandsturnier der Bayern. Reporter, na, wie fühlen Sie sich nach dem Turnier, Herr Arturo Vidal? Arturo Vidal. Vidal sagt, super, ich war echt super drauf. Ich habe zum Beispiel 2 Bombentore in einem Spiel geschossen. Reporter, herzlichen Glückwunsch, wie ist das Spiel denn ausgegangen? Vidal sagt 1-1. Ja, es ist da, um mich zu nerven. Ich suche mal nach nicht so lang. Hier, Ribéry steht im Himmel vor Petrus. Fragt dieser erstaunt, Sie hier? Was haben Sie, wie haben Sie denn das Tor gefunden? Verstehst du, ne? Weil Ribéry und Tor ist auch im Fußball. Wie heißt der Erfinder der Rasenheizung im Fußballstadion? Ganz logisch, Karl-Heinz Rummenigge. Okay. Was ist der Unterschied zwischen den Spielern von Bayern München und Gildo Horn? Gildo geht ab und hat mit über 30 Jahren noch Erfolg. Oh, okay. Und hier jetzt was ganz Gutes. Was ist der Unterschied zwischen Uli Hoeneß und US-Präsident Obama? Obama hat die bessere Verschleierungstaktik. So, die anderen sind mir zu lang. Alter, ihr seid ja ganz da vorne. Sind richtig ganz lang vor. Der ist bestimmt richtig gut. Lange Witze sind toll. Gewinnen wir gerade? Zufall versterben in einer Woche zuerst Franz Beckenbauer und ein wenig später Uwe Seeler. Als Seeler in den Himmel kommt, sagt Gott zu ihm, hallo Herr Seeler. Sieg! Schön, Sie hier zu sehen. In Anbetracht Ihrer großen Verdienste um den HSV kriegen Sie hier ein eigenes Häuschen. Glauben Sie mir, diesen Bonus bekommt nicht jeder. Gott nimmt Seeler an die Hand und führt ihn zu einem hübschen kleinen Häuschen auf einer kleinen Wolke. Oh. Die Fußmatte an der Tür ist mit dem HSV-Logo versehen und eine kleine schwarze und blaue Fahne weht im Vorgärtchen. Seeler denkt sich, ja, ganz nett. Dreht sich um und traut seinen Augen nicht. Auf der nächsten Wolke hoch. Ich habe das echt gut gemacht. Der italienische Palazzo komplett mit Balustrade hab ich und irgendwas, historischen Säulen. Habe ich einen Kill gemacht? Lustig, ne? Naja, der Palazzo ist rot-weiß gestrichen. Ich habe einen gekillt. Mit FCB-Symbolen, Graffiti-Fahnen und Transparenten übersät. Große FCB-Wappen aus Marmor zieren. Ey, und ich weiß noch nicht mal, was besonders jetzt an diesem Spiel war. Holley schreibt, was ein Game. In Bayern-Trikots, gewandtes Haus. Keine Ahnung, erfüllt ich weiß nicht warum. Seeler wendet sich an Gott und sagt, schwer buskiert, was ist das denn? Wieso kriegt der Beckenbauer so einen Palast eingestellt? Der ist doch ein Ehebrecher, der Mann. Hä? Wieso lebt er hier in so einer prächtigen Villa? Ich verstehe Gott dreht sich nicht. Um, schaut Seeler tief in die Augen und sagt, mein Sohn, das ist nicht Beckenbauers, das ist meines. Ich war gut. Ich war gut. Erstmal, ich habe nicht mitbekommen, dass ich euch umgebracht habe. Naja, dann müssen wir jetzt. Und ich war gut, schreibt einer. Like es, das ist schon fast. Das ist fies. So, dafür schalten wir direkt zu unserem Außen. Was ein. War ein witziges Game? War es? Warum?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe hier die Tabellen, um endlich. Ja, ich muss Ranked spielen. Max hat gesagt, ich muss Ranked spielen, also muss ich einen Ranked spielen. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob einer von euch sich das antun will. Max und Moritz online. Oder ob ich das alleine spiele, weil da müsst ihr mir nur sagen, wie ich Ranked spiele. Das habe ich nämlich nicht verstanden. Ja, klar, hat er gesagt. Super. Damit haben wir das ja dann geklärt. Woher soll ich jetzt wissen, was davon... Auch schon zu Chapter 3. 3, 3, 3. Naja, wo das jetzt geklärt ist mit Singen... Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe das nicht verstanden. Ich bin da so zwischendurch gelaufen, hab ein paar Leute umgebracht und hab versucht, immer auf irgendeiner Lane irgendjemanden zu unterstützen. Aber selbst das war ja... Komm, wir machen jetzt eben schnell hier unser Ranked-Spiel. Damit wir es hinter uns haben. Boah, ist das hart. Ja. Wie mache ich Ranked? Ich will das hinter mich bringen. Kann man aus so einem Spiel rausgeschmissen werden, wenn man zu beschissen ist? Oh, ist das anstrengend. Ich habe keine Ahnung, wie soll man denn hier ranken? Was ist das denn? Nee, das sieht so aus, als würde ich ihn nicht kennen. Roman, servus! Ich mache eins mit dir, ja klasse. Hey Roman, ich zock noch nicht mal LOL. Ich werde gerade bestraft. Wie du im Hintergrund hörst, muss ich mir gerade 2 Stunden lang Max Gelaber anhören mit irgendwelchen komischen Zwischendingen. Das ist schon super hart. Und darüber hinaus muss ich LOL spielen und ich hasse LOL. Ich verstehe das noch nicht mal. Ich verstehe, wir haben gerade gewonnen und ich habe einen Typen gekillt, habe ich nicht mitbekommen. Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt noch eine Runde Ranked spielen und dann habe ich es hinter mir. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Hab dich eingeladen zum Rank. Ja, danke, 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 danke. Ja. Ja, was war das jetzt? War das schon Chapter 3? Dann kommen wir jetzt. Ah, ja, sehr gut. Chapter 4. Also dieses Jungle-Ding hat mir ganz gut gefallen. Ja, und wie machen wir das jetzt am besten? Subwählen. Ja, ich fange einfach an. Und was noch? Schubsen. 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 Jetzt kommt der Part wieder. Schubsen. Schubsen. Ich habe jetzt irgendwas angenommen. Schubsen. Wer ist denn Krypto nochmal gewesen? Schubsen. Schubsen. Ey, cool ist das überhaupt nicht, Roman. Schubsen. Das läuft jetzt Schubsen. 10 Minuten so. Schubsen. Den Part kenne ich nämlich schon. Schubsen. Schubsen. So, was mache ich jetzt? Schubsen. Sammeln, suchen wir schon. Schubsen. 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 Was passiert? Schubsen. 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 Schubsen, schubsen, schubsen. Achso, ich krieg Nachricht. Schubsen. Kannst schubsen. Du Sub als primär machen? Krieg ich ein Follow! Ey, Skillex, Skalex, ich weiß nicht, wie man sagt. Jetzt kann ich es nicht mehr so machen, Krypto, by the way. Vielen schubsen. Dank für den Follow, willkommen zu Max und Moritz Online. Schubsen. Was du gerade siehst, ist die Bestrafung. Max und ich haben am Wochenende, wenn wir zusammen spielen, zählen wir unsere Punkte. Wer verliert, kriegt von einer Aufgabe. Schubsen. Meine Aufgabe ist es, 2 Stunden lang LOL zu spielen, was ich super hasse, schubsen. Und 2 Stunden sein Gelaber zuzuhören. Schubsen. Aber. Schubsen. Ich. Schubsen. Naja, also es ist gerade eine Bestrafung, du dir hier angehört hast. Das ist noch nicht normales Programm. Schubsen. Und hallo Tim, grüß dich. Cool, schubsen. Dass du da bist. Schubsen. Ja, habe ich mitbekommen, Holly. Aber ich, Habe ich gerade Krypto gerade gesagt? Schubsen. Ja. Schubsen. 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 So. Schubsen. Ich. Schubsen. Ab jetzt. Schubsen. Ich. Schubsen. 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 Aber wir spielen das Ganze jetzt hier ranked. Das haben wir gerade im normalen Modus gemacht. Schubsen. Ah, oh, das Spiel ist so schön laut. Man muss von Max nicht hören. Schubsen. Ich bin Supporter!
Schubsen. Was nehme ich als Supporter? Das muss mir schnell einer sagen. Schubsen. Was nehme ich als Supporter? Ich habe keine Schubsen. Ahnung. Ich habe doch gerade nur den einen gespielt. Schubsen. Schubsen. Wen nehme ich? Ich kann Braum spielen. Schubsen. Schubsen. Ich kriege immer die Lieblingstypen. Habe ich Braum Schubsen. Nicht irgendwo hier oben? Ah, Schubsen. Braum. Schubsen. Schubsen. Habe ich ihn ausgewählt? Schubsen. Nein. Schubsen. 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 Profiloserin. Schubsen. Ach so. Schubsen. Was denn jetzt? Schubsen. Alter, ja. Schubsen. Mir wurde gerade vom Crypto aka Holly, Schubsen. Wurde mir gesagt, ich soll Schubsen. Braum nehmen. Schubsen. Ich hoffe, das ist okay. Schubsen. 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 Trash. Ihr werft hier mit Schubsen. Wörtern und Namen um euch. Schubsen. Schubsen. Keine Ahnung. Braum habe ich gefunden. Der war relativ weit Schubsen. Oben. Schubsen. Und ist der Vater von Eva. Schubsen. 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 Naja. Schubsen. Er hat einen super Schnurrbart. Schubsen. Schubsen. Irgendwas Schubsen. Einfaches. Schubsen. Komm, ey, Temo habe ich jetzt schon Schubsen. Öfter gehört. Suchen wir den mal. Schubsen. Temo. Ach, guck mal, das ist ein Schubsen. Hund. Schubsen. Schubsen. Temo meldet sich zum Dienst. Der klingt Schubsen. Aber niedlich. Schubsen. Schubsen. Most OP Schubsen. Champ. Schubsen. Okay, Most Schubsen. OP Champ. Schubsen. 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 Was ist denn das hier? Schubsen. Ist der als Schubsen. Panda verkleidet? Schubsen. Oh Gott, dieses Spiel ist so Schubsen. Behindert. Schubsen. Ich verstehe das nicht. Schubsen. Schubsen. Man erkennt doch überhaupt nicht, ob Schubsen. Einer verkleidet ist, oder? Schubsen. Habe ich jetzt den falschen genommen? Schubsen. 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 Oh, Schubsen. Ich hab's nicht verstanden. Schubsen. Schubsen. Kann ich noch weg alles anderes nehmen? Zerschmettern, rausnehmen. Schubsen. Was muss ich denn reintun? Schubsen. Zerschmettern. Schubsen. Exhaust. Schubsen. Schubsen. Okay. Schubsen. 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 Ein Hund. Das ist doch ein Schubsen. Hund, oder? Schubsen. 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 Änder dein Smite. Schub. Ey, das habt ihr vorhin schon mal gesagt. Smite ist für mich dieses komische. Das da ist Smite für mich in Third-Person-Version. Wo steht denn hier Smite? Ihr tut so, als würde hier irgendwo Smite stehen und ich könnte es ändern. Aber hier steht Gnar und ADC. Oder auch App Carry oder Elise Mao. Oder auch Fitz, Gangplug, Flatjo, Fitz, Leona, Trash, Blitz, Graves, Lux, Jahren, Garang, Circa. Schubsen. Schubsen. Mach noch App Carry. Schubsen. Schubsen. App Carry. Schubsen. Und jetzt? Schubsen. 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 Und das Gnar ist okay? Schubsen. Fitz. Schubsen. Vlad. Schubsen. Joe. Schubsen. Schubsen. Keine Ahnung. Schubsen. 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 Ist das jetzt so in eurem Sinne? Schubsen. 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 Drück mal auf Gnar. Schubsen. Gnar habe ich. Schubsen. Oder soll ich. Also. Schubsen. Schubsen. Da kann ich nicht ex, das geht nicht. Schubsen. Elise Mao. Schubsel. Schubsen. Schubsen. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Schubsen. 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 Ey, Temo hat vorhin schon mal irgendjemand gesagt. Ich dachte, das wäre der The One and Only. Schubsen. 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 Wusstest du schon, Spieler, die ihre Teammitglieder beschimpfen, verlieren 16% häufiger. Schubsen. 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 Geil. Schubsen. Ich bin ernsthaft so ein Panda-Hund, ey. Schubsen. 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 Jetzt muss ich das eben wieder umstellen. Das ist ja voll Schubsen. Zum Kotzen, ey. Schubsen. LOL Stream Schubsen. Ist voll anstrengend. Mal davon Schubsen. Abgesehen, dass LOL an sich schon anstrengend Schubsen. Ist. Schubsen. 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 Hoho. Schubsen. 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 Was macht denn der Support? Schubsen. Schubsen. Also ich gehe mal davon. Sehe ich das richtig? Man hat auf jeder Lane hat man einen, der fighten kann. Schubsen. Der viel aushält oder so. Da Schubsen. Entscheidet man sich dann je nachdem, was der andere Schubsen. Nimmt. Macht man das so?
Dann gibt es einen, der im Jungle hin und her läuft die ganze Zeit. Und es gibt einen Supporter, der fest auf einer Lane immer hilft. Schubsen. Habe ich das? Schubsen. Richtig verstanden? Schubsen. Hängt das Bild schon wieder oder ist alles gut? Schubsen. Okay, like es, den blende ich jetzt mal aus. Schubsen. Ich höre jetzt nur auf den Holly, du musst wieder Stream. Schubsen? Den Stream wechseln. Schubsen. 16% häufiger. Schubsen. Verursacht magischen Schaden und blendet das Ziel. Schubsen. Es blendet das Ziel? Schubsen. Was ist das denn für einer? Schubsen. Ist ja aus Tekken abgehauen. Sieht aus wie der Typ von Tekken. Guck mal, wie der läuft. Wo muss ich hin? Runter? Schubsen. Runter muss ich? Wo ist Holly? Bist du Holly? Schubsen. Nee, doch, Krypto, doch. Schubsen. Da. Schubsen. Boah, den kann ich mir aber nie anhören. Der hat ja so eine ekelige Stimme. Schubsen. Was macht der? Wo muss ich hin, Krypto? Holly? Schubsen. Mir hinterher, achso. Ich kann nicht nur Schuhputzen endlich mal sagen möchte. Du hast nichts gekauft. Ja, was soll ich denn kaufen? Nächsten Wort. Schuhputzen. Geh noch mal Schuhputzen. B. Schuhputzen. B heißt Back. Schuhputzen. Oder heißt es Schuhputzen. Rush, so wie wir Rush Schuhputzen. B? Schuhputzen. Kaufen, okay. Schuhputzen. Chill mal. Schuhputzen. Kaufe ich irgendwas? Schuhputzen. Was kaufe ich denn? Schuhputzen. Das hier? Schuhputzen. Oder Stiefel oder ein Trank? Schuhputzen. Schuhputzen. Wo ist das Zeichen? Schuhputzen. Ich kaufe irgendwas, ne? Schuhputzen. Kaufe ich das hier? Schuhputzen. Schuhputzen. Danke. Schuhputzen. Nicht schlecht, like es, nicht schlecht. Schuhputzen. Ich hab mir was gekauft. Schuhputzen. Okay, ich bin Support. Schuhputzen. Okay, ich geh mal dahin. Schuhputzen. Dann wieder zu mir. Bist du da unten gewesen, Schuhputzen. Ne? Ja. Ich komme. Schuhputzen. Verursacht 80 magischen Schaden und blendet das Ziel. Schuhputzen. Mit Schuhputzen. Q. Schuhputzen. Q-W-E jetzt. R. Schuhputzen. Ah, also langsam blicke ich auch durch die Tastatur durch. Schuhputzen. Und aus dem Nichts kommt Moritz! Der Panda greift an. Schuhputzen. Komm, ich bin Crow. Schuhputzen. Ich habe einen angespuckt. Schuhputzen. Also meiner scheint auch ein Fernkämpfer zu sein. Schuhputzen. Vielleicht ist es aber auch Schuhe putzen. Wieder den Kuh auf den machen, der die Knarre hat. Okay. Schuhe putzen. Der Schuhe putzen oder auch nur eins. Das wäre dann Schuhe putzen. Was kann das denn hier? Ach, schnelle Bewegung. Schuhe putzen. Lauf, Krypto! Oh. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ja, das tut mir so leid. Es folgt Chapter Holly ist gestorben. 5? Bestimmt. Chapter 5. Ach, Entschuldigung. Ich habe das nicht ignoriert, ich habe es nicht gelesen. Das tut mir leid. Ich bin überfordert hier mit dem Ding grundsätzlich. Das ist erst Chapter 30. Okay, als nächstes nehme ich E.
Danke, ja, Profi-Loserin. Ich versuche dir ab sofort. Das ist cool. Du kannst mir direkt sagen, was ich machen soll. Ganz einfach. Allerdings ist das Problem, dass ich voll Hunger habe und dabei leider essen muss. Wie unhöflich, aber sorry. Vielleicht kriege ich diesmal mit, worum es also, in der Geschichte geht. Der alte Sultan. Und ich hatte einen Bauer, einen tollen Hund, der Sultan hieß. Der war aber alt geworden und hatte alle Zähne verloren. Nur, dass er sich nichts mehr fest zupacken konnte. Mit dem Mund so. Einmal stand die Bauer, der Bauer, mit seiner Frau. Der ist doch noch zu blöd zum Lesen, das ist ja das Allerschlimmste. Und fragt. Die nicht angreifen. Den alten Sultan an. Nicht angreifen? Warum nicht? Den alten Sultan schieße ich morgen tot. Warum greife ich die nicht an? Nichts mehr zum Nützer. Und die Frau, die Mitleid mit mach doch einen Last-Hit, oder nicht? Tier hatte, antwortete. Da er uns so lange Jahre dienen kann. Er es zugestanden hat, dann könnten wir wohl noch das Gnadenbrot geben. Ei, was, sagte der Mann. Ich lauf nur hinter Holly her. Bescheid. Spielst du Support Temo? Wenn ja, hol dir ab Support Item, kostet 350, so generierst du Gold. Ich spiele Support und ja. Er kann. Jetzt wie kann ich sagen, dass ich das tue? Mach, versuche ich gleich drauf zu achten und jetzt haben wir eh. Gutes Fressen dafür gekriegt. Der arme Hund, der nicht weit davon in der Sonne ausgestreckt lag, hatte alles mit angehört. Immer traurig. Nach dem Morgen. Mein letzter Tag sein sollte. Also ich soll mir. Was, wie heißt das? Er hatte einen guten Freund. Das war der Wolf. Den kriegt er abends. Ab App Support, okay. Kann man das da hinten in diesem Häuschen kaufen, ne? Das ist eine Vorstunde. Lauf! Höre, du Vater. Es war ganz schön close, ey. Da kommt der Dschungel! Ich hab mir einfach ausgedacht. Mann! In aller Früh geht ein Herr mit seiner Frau ins Heu. Um zu nehmen ihr kleines Kind mit, weil niemand im Haus zurückbleibt. Sie pflegen das Kind während der Arbeit hinter. Nee, sie legen es. Hier steht, sie pflegen das Kind. Während der Arbeit hinter der Hacker. Okay, es kostet 350. Genau, geh runter, Alter. Ich bin so, als wolltest du es bewachen. Ich will dann aus dem Bayer herauskommen und das Kind rauben. Ich dachte, ich soll das nur auf den Typen machen. Ich muss mir nachbringen, als wolltest du mir es wieder abjagen. Ich lasse es fallen und du bringst es den Eltern wieder zurück. Wie, was soll ich kaufen? Mann, du hättest es gerettet. Ich bin dir dankbar. App Support Item. Wo finde ich denn das? Im Gegenteil. App Support Item. Du kommst in völlige Gnade. Und sie werden dir nichts tun. Hier irgendwo? Und nichts. Ach so, man kann hier. Oh, wo finde ich das denn? Im Mund. Und wie er sich ausgedacht war. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Hat er auch ausgeführt. Kann man Sachen suchen? Wie heißt das, hast du gesagt? Heißt das so? Das fällt auch nicht wahr. Als ich aber den alten Sultan zurückbrachte, aber froh und streichelt hier. Du musst mir den genauen Gegenstand. Dolch des Zauber. Dir soll kein Herrchen gekrümmt werden. Du sollst das Gnadenbrot essen, da. Solange du lebst. Zu seiner Frau aber sprach er, geh gleich hin und koch dem alten Sultan. Alles klar, vielen Dank. Nur brauchen nicht zu beißen. Und wollen noch Kopfkissen aus. Soll ich noch was kaufen? Ich hab noch 600. Dann schenke ich ihn zusammen. Gibt es eine Möglichkeit, da schnell hinzukommen zu dem hier? Dann hat der alte Sultan so gut. Wie er es sich nur wünschen konnte. Wie macht man denn immer dieses. Weiter nach. Besuch ihn, er beugt und freut sich. Ah, gib acht. Dass alles wohl gelungen war. Ich bin da. Aber Vater, ihr hört übrigens gerade nebenbei Max, falls euch das. Wenn ich bei Gelegenheit deinem Herr ein fettes Schaf weghole. Nicht bewusst war. Es ist heutzutage schwer, sich durchzuschlagen. Aber.
Darauf lässt man nicht antworten. Mein Herz war bis drei. Das kann ich nicht zulassen. Achtung! Der Wolf meinte, das wäre nicht im Ernst gesprochen worden. Kam in der Nacht hereingestichen und wollte sich das Schaf holen. Aber der Bauer, der die treuen Sultan das Vorhaben des Wolfes verraten hatte. Ich hab diese Geschichte einfach komplett verpeilt. Ich weiß immer noch nicht, worum es da geht. Und kämmte ihm mit dem Dreschpflege gab sich die Haare. Der Wolf müsste ausreißen. Gut, aber den Hund zu warten, schlecht der Geselle. Darf nur selbst zu büßen. Ja, man muss ja so viel klicken bei diesem Spiel, das okay. Ist mir ja. Warum kann ich den denn nicht? Ich hätte einen Controller, ne? Am nächsten Mal würde mir mehr Spaß machen. Das Schwein und ließ den Hund hinaus in den Wald. Vielleicht doch nicht. Ich glaube, es gibt nichts, was dieses Spiel für mich spaßig machen könnte. Ja, da konnte ich keine Ahnung besser mehr als. Lauf, 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 lauf! Achtung! Die nur drei Beine hatte. Ich höre Max eh nicht zu, Holly. Alles cool. Ey, das ist sehr lieb von dir, aber es geht mehr darum, dass Max mich quälen möchte. Ich bin gerade hier in der Bestrafung drin. Max und ich machen am Wochenende immer ein Max versus Moritz, wo es darum geht, wo wir Punkte sammeln in Spielen und wer dann verloren hat, kriegt vom anderen eine super Aufgabe. Er führt ja eine Silbe mit sich. Und meine Aufgabe ist leider, dass ich jetzt hier das spielen muss und ihm seinem Gelaber zuhören muss. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich jemals in dieses Spiel reinkommen werde. Jedes Mal einen Stein auf. Aber vielleicht einfach, um das nächste Mal immun gegen diese Aufgabe zu sein. Oh, scheiße, 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 ich hab mich aufgepasst. Und der Wolf sprang auf einen Baum. Der Hund und die Katze wunderten sich. Ich hab das Gefühl, nur weil ich da in die Gegend gehe, dass sich niemand. Passen die schon auf. Das wilde Schwein hatte aber einen Glauben. Die wüssten, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich tue. Und dann ließ die Ohren raken auch heraus. Wenn die Katze sich belästig umschaute. Nein! Ich vergesse mal, dass da diese Dinger sind. Die Katze, welche meinte, es rege sich eine Maus, sprang drauf zu und biss herzhaft hinein. Da hob sich das Schwein mit großem Geschrei, lief fort und rief: Laut auf dem Baum, da sitzt der Schuldige. Der Hund und die Katze schauten hinauf und blickten. Ihr seid immer noch voll böse. Was er schämte sich so, dass er sich furchtsam gezeigt hatte und nahm vom Hund den Frieden an. Ich weiß, soll ich noch irgendwas kaufen? Ich hab Kohle. Brauche ich Schuhe? Geschichte. Ich habe die Geschichte schon wieder nicht mitbekommen. So, dann kommt jetzt endlich das, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar. Ich habe es schon mal gespielt, aber ich habe auch schon Smite gespielt. Und ich habe auch schon mal Dota gespielt. Ich habe sogar Dota gespielt, als es schon bei Warcraft 2 war. Und es hat mir einfach nie Spaß gemacht, weil mir es immer zu umfangreich war. Also mittlerweile ist es ja wirklich so, dass man. Hatte ich vergessen. Mittlerweile kriegt man ja schon vorgesagt, welche Items man braucht, aber das habe ich nie verstanden früher. Und ich weiß nicht, habe ich mich dafür begeistern können. Und naja, ich glaube auch nicht, dass das noch kommt. Also ich kenne mich mit dem Spiel einfach überhaupt nicht aus. Und weißt du, wenn man Spiele spielt, die man noch nie wirklich so, wo man, ne, und so, dann ist es schwer, sich dann auch noch mit dem Hintergrund, dass ich da gerade hier psychisch. Ich würde schon fast sagen, das ist fast schon richtig Gen-Vergewaltigung, was ich mir gerade hier reinziehen muss. Wenn das dann auch noch dazu kommt, dann weiß ich auch nicht. Max, welche Sprache ist denn das? Kriegen wir das noch raus? Wenn ich das mal lernen kann. Klingt nämlich ganz bekackt. Naja, ich bin gegen die Sprache, würde ich nicht sagen. Die klingt nicht so schlimm. Da gibt es schlimmere Sprachen, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Ja. Das war. Das war schön. Schön war das. Aber ich. Den Dolch ausbauen, draufklicken, ja, dann siehst du was. Ist zu Ende. Also, okay. Danke, danke. Ja. Dann können wir jetzt nochmal einen Witz raushauen. Ein Autofahrer ist auf einer Autobahn in Bayern in einem Stau stecken geblieben.
Plötzlich klopft eine Polizistin an das Fenster. Der Autofahrer kurbelt die Scheibe runter und fragt neugierig, was denn los sei. Auf einen die Polizistin antwortet mit ernster Stimme: Jemand hat die Botschaft, die Mannschaft von Bayern München entführt und möchte jetzt 20 Millionen Euro russisches Schlaflied. Sonst wird die gesamte Mannschaft mit Benzin übergossen und dann qualvoll verbrannt. Du solltest wenigstens die Items kaufen, die dir angezeigt werden, sobald du kannst. Klick mal auf die Items, da werden die Bäume mit kleineren Gegenständen angezeigt. Kannst du kaufen, jedes Item macht deinen Champion stärker. Da fragt der Autofahrer, wie viel geben die Leute so im Durchschnitt? Die Polizistin? Na, etwa 10 Liter. Also meinst du, Schuhe soll ich mir auch kaufen? Wir kriegen hier noch einen. Weil ich habe das Gefühl, dass das alles so teuer ist. Dann warte ich doch lieber ein bisschen, ne? Sehr gut. Ich weiß nicht, dass ich jetzt großartig Geld verdiene hier. Ey, dieses Spiel ziehen sich hin, sag ich euch. Leck mich an die Füße. 04. Kenn ich nicht. Der ist zu dämlich, Schalke 04 vorzulesen. Da fragt der FCB-Coach: Wie schaffst du es, dass deine Spieler so gescheit sind? Ruft der Schalke-Trainer: Julian, komm mal hierher. Da kommt Draxler. Der Schalke-Spieler Julian Draxler. Der Coach fragt ihn: Wer ist das Kind deiner Eltern, wenn es nicht dein Bruder und... Hab ich einen getötet? Darauf Draxler ohne Probleme: Ich. Die Antwort ist richtig. Im Training von FC Bayern München ruft der Trainer Frank: Komm mal zu mir. Da kommt Franck Ribéry dahergelaufen. Der Bayern-Trainer fragt ihn: Wer ist das Kind deiner Eltern, wenn es nicht dein Bruder und deine Schwester ist? Franck Ribéry überlegt. Ich bin übrigens mehr oder weniger Bayern-Fan, deswegen hat Max sich mehr oder weniger Bayern-Witze rausgesucht. Franck Ribéry seinen Teamkollegen Thomas Müller: Wer ist... Ich verliere meinen eigenen Charakter zwischenzeitlich aus den Augen, wenn der jetzt zwischen diesen kleinen Typen steht. Na, ich. Ribéry merkte sich die Antwort. Nach dem Gern brauchst du es nicht mehr. Du bekommst auch durch das Item zusätzlich Gold. Die Antwort lautet: Gib das Gold aus. Achso. Ja, dass ich das nicht mehr brauche, das weiß ich, aber ich dachte, ich warte, bis ich was bekomme. Wie hast du es geschafft, Moderator zu werden? Aber verloren alle. Ja, der dachte Thomas Müller. Pucci, servus. Einen habe ich noch. Aber was soll ich denn kaufen? Das da. Erhöht magischen Schaden. Geht Matthias Sammer mit einer Glasscheibe durch das Trainingslager des FC Bayern in Afrika. Da trifft er Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge fragt: Warum trägst du denn eine Glasscheibe bei diesen Temperaturen mit dir herum? Sammer antwortet: Wenn mir die Sache hier zu heiß wird, drehe ich die Scheibe runter. Ja, habe ich noch gar nicht gemacht, nachdem ich vorhin gehört habe, dass ich ausbauen soll. Das tut auch schon ein bisschen weh, ne? Macht betroffen. Hey, du machst betroffen, Alter. Hier haben wir noch irgendwas mit einer Grundschule. In einer Münchner Grundschule werden die Kinder von der Lehrerin gefragt, ob sie alle FC Bayern München Fans sind. Alle Kinder heben die Hände. Nur Max nicht. Ach, das ist ja lustig. Die Lehrerin fragt ihn erstaunt: Max, du bist als einziger hier in der Klasse kein Bayern-Fan? Nee, bin ich nicht, sagt Max. Ich bin HSV-Fan. Meine Mama und mein Papa kommen... Will er mich verarschen? Du kannst doch wohl HSV vorlesen. Die Lehrerin: Max, du kannst doch nicht HSV-Fan sein. Nur weil deine Eltern dir das so vorleben. Was wäre denn, wenn dein Vater ein Versager wäre und deine Mutter im Gefängnis säße? Max zögert keinen Moment und antwortet prompt auf die Fragen der Lehrerin: Ja, dann wäre ich wohl auch Bayern München-Fan. hey, Leon, servus, grüß dich. Erfolgsfans. Jetzt lasse ich nochmal meinen ganzen Fußballwissen hier raus. Hass Fußball. Fußballwissen. FC Bayern München ist schlecht. Schalke ist schlecht. Alle anderen Vereine sind so okay und Dortmund ist besonders cool. Okay. Ne? So kann man doch die Bully zusammenfassen. Ich weiß überhaupt nichts. Wüsste er, wie du siehst vielleicht, ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. Schön, hört sich gut an. Wie war es in deinem Heimatland, Reflexer? Ja, schön. Temo ist R, immer sobald du kannst, danach E, ach so. Jetzt weiter zu Chapter 11, 11, 11, 11. Okay. So, jetzt Chapter 11, 11, 11, 11, 11, wie wir gerade schon gehört haben. Und zwar lese ich eine Geschichte vor. Komm, Holly! Und ich lese immer nur das zweite Wort vor, okay? Jedes zweite. Kannst diese Spiele, ist das so normal, dass ein Spiel eine halbe, dreiviertel Stunde dauert? Kann jemand mal die Uptime checken? Gibt
Vielleicht kann ich einfach hier leaven. Dem Federvieh, der wegen diese legen, weil dann wann braten kann, aber man Federn gebraucht. Die und fühle man nicht ohne fühle. Hashtag. Da die wollte. Mist. So eine Schande zu sehen, wie der Temo spielt. Nicht als wollte. Ey, das hört's mir nicht übel nehmen. Das ist mein erstes Mal LOL, glaube ich. Drei. Ein. Seit 25 ein. Jahren gefühlt. Ey, das ist genial. Als ich drei war, habe ich das. Ich glaube, ich entwickle gerade die Methoden. Wie man Schnauze, Max. Schnell liest. Das ist also wirklich. Und ich hab's noch nie intensiv gespielt, dass ich sagen könnte, ich hätte eine Ahnung. Geschwinde zwei schneiden sich in zwei. Vier jedes ein Finger. Lauf, lauf, binden lauf. An Kreuz, Stück. Ey, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Genau, den. Ich hab keine Ahnung. Ich gehe ja schon aus dem Bild, damit ich schneller wegklicken kann, aber was soll ich denn machen? Gesehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Kikiriki. Tak. Da. Yes, am Kawaii. Wer redet da im Hintergrund? Hallo, erstmal. Grüß dich. Im Hintergrund redet Max. Ihr seid gerade nicht in einem normalen Stream gelandet. Ich bin hier gerade spontan da, weil Max mir eine Aufgabe gestellt hat, weil ich verloren habe. Konnte recht von. Im Max versus Moritz. Die. Und deswegen die müsst ihr jetzt gerade leider Max im Hintergrund dabei zuhören, wie er den größten Bullshit von sich gibt. Und ich nehme jetzt Schuhe. Soll ich alles kaufen? Alles klar, dann hole ich mir alles. Ach, Herr Jemini. Ihr könnt euch vorstellen, dass es keinen so viel nervt wie mich gerade. Und dann muss ich auch noch ein LOL spielen, das ich überhaupt nicht kann. Baumes. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Und Hals lang länger. Gesang bang. Banger. Und deswegen hänge ich jetzt gerade hier und habe keine Ahnung, was ich mache. Ich töte hier so ein paar von diesen kleinen Viechern und dann versuche ich immer hier das hier. Kann ich die überall hinstellen einfach? Oder ist das doof? Wahrscheinlich ist das doof, ne? In diesen. Guck mal. Sie. Ach. Das habe ich noch nicht lange schon nicht mehr gemacht. Für Kraus. Fließt dem. Also, hier naja. Spielst du noch Battlefront? Ich lege mich auf den Boden in die Fötushaltung und heul erstmal eine halbe Stunde. Tief betrübt. Sorgenschwer. Aber mehr wegen dem Spiel, weniger wegen Max. Nimmt. Bei Max bin ich fast schon gewillt, dem ärztliche Hilfe zukommen zu lassen, da in Trier. So nicht. Der scheint ja irgendwas zu verarbeiten mit seinem Gestammel hier. Kehrt in Haus. Dieses. Der Streich. Warum ist eigentlich der Holly weg? Als. Aufgeben? Nein. Wollte. I never surrender, ey. Von. Never gonna give it up. Dachte. Never gonna let you down. Never go round and round and desert you. Oh nein, da kommt ein Gegner! Scheiße. Nieden. Der ist schon Level 12. So. Abgeschieden. Im. Und. Ehren. Gebraten. Verzehren. War Trauer. Ich dachte, ich gehe mal hin. Der ist 2 Meter weggelaufen von mir. Da dachte ich, er hätte Angst. Und abgewurft. Herde. Sie. Einst. Ich gehe davon aus, dass. Ich weiß ja, dass viele Leute spielen. Gerade bei Twitch sieht man ja immer, das ist eins der meistgespielten Spiele. Es ist umsonst. Und ich glaube auch, man kann da richtig viel Spaß mit haben. Ich glaube nur ehrlich gesagt nicht dran, dass ich da jemals rankomme. Und der. Ach so! Dabei. Ach, die Leertaste habe ich, glaube ich, noch gar nicht gedrückt. Und ich dachte mir, ist Bullshit, man kann bestimmt nicht springen. Nee, rochen. Oh, oh. Meiner ist voll schnell, seit ich die Schuhe habe. Das sind Schnelligkeitsschuhe. Weiß nicht, ist das gut, wenn ich schnell bin? Durch Schornstein. Greif doch die Gegner an. Vergnügen. Ey, das Problem ist, diese kleinen Viecher machen mich schon noch fertig, also wahrscheinlich nicht, aber wenn man die angreift, dann kommen immer diese. Der. Die großen und die machen mich dann aua. Machen mich aua, ja. Soweit ist es schon. Mit Teller wollte den sie dem. Aber mit W laufe ich wirklich schneller. Sich. Aber das sie schwärmt. Jetzt bin ich schon wieder am Arsch, aufgewärmt. Ey. Ach komm. Unterdessen. Lauf, 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 lauf. Nee, nee, nee. Tätig. Der Max
schon vorbedacht. Ey, der läuft mir so lange hinterher. Der ist so hartnäckig, der Typ. Oh, yes, das war knapp. Lauf, 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 lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter! Jetzt. Profiloserin, vielen Dank für den Follow. Das rechne ich euch echt hoch an. Dass ihr hierbei, dass ihr hierbei followt, das ist echt nett von euch. Ich verzweifle. Drück mal Z, das ist, glaube ich, einfacher für dich. Ja. Okay. Bild. Wow. Ich habe irgendwas, irgendjemand hat was zu mir gesagt, glaube ich. Ich habe es nicht mitbekommen. Dreifachtötung. Wie kann man denn hier drei Leute gleichzeitig oder nacheinander töten? Das wohl ausgeht. Da muss man ja jedes Mal voll klicken und so. Ich glaube, das würde ich nie auf die Reihe kriegen. Frau kommt. Z. Angewurzelt. Sie. Als. Nach. Pfanne. Ach so, dann bin ich immer drauf. Ach, guck mal. Ey, das ist mal ihr Pro-Tipp. Vielen Dank. Erstes. Du. Du. Wart. Komma. Oh. Dem. Groß. Schwer. Es. Spitzen. Laut. Sein. Denn. Fühlt. Ey, schuldenfrei. Der sieht schon so aus, als könnte ich dem nicht andersweise Schaden machen. Versteck. Aber. Der und ganzen guckt noch Bein heraus. Dieses war der Streich. Der folgt Streich. Ach, schön. Ich glaube jetzt am Ende. Ah, geil, da kam noch einer. Ja! Und da geht er down! Aus. Bibel ist. Es tut mir sehr leid, Holly. Ich weiß, ich bin Support, aber ich habe nicht gecheckt, dass ich da hätte mitlaufen müssen wahrscheinlich, ne? So, dann, dann kommen wir doch direkt zum nächsten Stelle. Ey, Max nervt irgendwie. Ich find, das ist noch sehr, sehr, sehr nett ausgedrückt. Irgendwie würde bedeuten, dass er nur so einen Hauch nervt. So, gleich hast du es geschafft. Ich mach mich mal hier dieses Weh, baue ich ein bisschen auf. Gleich sind es nur noch 5 Minuten. Es tut mir so leid für alle, die jetzt hier ernsthaft spielen wollen. Aber Max' Aufgabe war leider, dass ich auch einmal eine Ranked-Runde spielen muss. Max der Entertainer ist ein großes Kunstwerk, das auch als großes und Ganze gesehen werden muss. Und deswegen hörst du dir das gleich einfach alles nochmal an. Ey, es sind noch 5 Minuten! Das jetzt hier zum zweiten Mal. Freunde, 5 Minuten nur noch! Du kannst dich freuen, weil dann sind es nur noch 5 Minuten. Aber vorher heißt es eigentlich 5 Minuten und eine Stunde. Das ist natürlich heftig. Das tut mir jetzt leid für dich. Es sei denn, du hörst es zum zweiten Mal, dann tut es mir nicht leid. Aber wenn doch, dann tut es mir leid. Und wenn nicht, dann nicht. Naja. Tut es ihm jetzt leid oder nicht? Die anderen, guckt überhaupt noch jemand zu? Nein? Wie gesagt, wir hören das Ganze schon zum zweiten Mal. Mal, ne? Vielleicht könnt ihr mal auf Facebook und Twitter gehen, während ihr hier lustig spielt. Hashtag Werbung top platziert. Moritz hat gesagt, er würde das gerne, dass ihr das macht. Ja, ich habe Max gesagt, wenn du mir bitte zwei Stunden was aufnimmst, bitte brich irgendwo noch rein, dass wir auf Facebook und Twitter sind. noch 5 Minuten. Ja, dann können wir dieses Scheißspiel hier auch abbrechen, glaube ich. Damit Max richtig irgendwie richtig fiese Punkte kriegt. Spannend. Bleibe ich eher eigentlich auf der Lane, oder? Die ganzen Witze zu haben, die waren wirklich gut. Guck mal, da, catch mal irgendwas. Ich werd hier schon gehatet, aber ich krieg's überhaupt nicht mit. Jeder weiß ja, was du für ein fantastischer Elektro-Fan bist. Und ich weiß auch, was für ein fantastischer Musiker ich bin. Und deswegen kommt jetzt DJ Maximus Decimus Meridius. Straight from Spain. Was ist denn was heißt das? CS? Counter-Strike? Yo, let's party. Oh, jetzt kommt let's der Techno-Scheiß. Go. Alright. Alright. Here we go. Whoop. Come on. Die Musik hört doppelt so gut an, weil ich weiß, dass es gleich vorbei ist. Irgendjemand bittet um Hilfe. Warum bin ich eigentlich der Einzige hier auf dem Ding? Ich geh mal nach da.
Ah! Wo kommt der denn jetzt her? Fünf Rollen, okay. Kleiner Öffnen. Ach so. Ah, okay. Wupp, wupp. Nur noch 2-3 Minuten. Dann ist es endlich vorbei. Go, 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 go. Ich kann mich im Gras verstecken, ja, das weiß ich. Guck mal, ich hab voll viel Kohle. Jetzt kaufe ich nämlich hier Nahorns Zahn. Aber nee, ja doch, das ist das teuerste. Denn, wie ist die Regel? Teuer ist immer besser. Und einmal alles. Da, und den Knopf. Oh, da oben ist Gegner. Und... totale Eskalation! Eskalation! Alles klar, und dann gibt's noch den Mega Drive. Drive, 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 Drive. Was ist denn ein Ass? Ich hab einen umgebracht! Here we go. Ich hab einen umgebracht! Diesmal hab ich's mitbekommen! Ja! Das ist die Musik! Die halbt voll! Hyper, hyper! Hyper, hyper, hyper! Hyper, hyper, hyper! Hyper, 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 hyper! Aufgeben? Niemals! Ich habe einen umgebracht, Freunde! Yeah! Ich habe doch einen umgebracht, oder? Ja, da steht's! Ich habe einen umgebracht! Ich bin nur 7-mal gestorben, ich weiß gar nicht, was die haben. Wenn du bei Counter-Strike 7-mal stirbst, ey. Was ist los, ey? GG. Boah, was ist das denn für einer? Voll der Cyborg. Guck mal, hier ist auch Holly. Ganz unten, die ist uns jetzt egal. Oh, scheiße, wir sind schon drüber. Ich hoffe, der Bass kommt auch so rüber. Ey, der Bass kommt super. Ja, damit hast du jetzt eine Stunde überstanden und alles geht nochmal von vorne los, 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 los. Ja, wir können jetzt, müssen das Spiel jetzt noch zu Ende machen. Los. Ich bin ja jetzt nicht hier so ein, ne? Never quit. Oh, sick, diese Übergänge. Außerdem habe ich habe auch gelernt, DJ dass Maximus, muss, Leute, die flamen, die verlieren 16%, 16 mal häufiger. Und 16% häufiger. Aber wir können... Ey, die letzten Minuten, ne? Weil ich meine, das ist ja jetzt... Da, ab jetzt ist Spaß. Die letzten Minuten sind Spaß. Können wir auch die Scheiße ausmachen. Nun kommt die Nachricht, Support soll niemanden umbringen. Oh. Ey, aber ich hab super umgebracht. Außerdem, ich kann an der Stelle sagen, es war keine Absicht. Oh, can you stop die? Oh. I... don't have to die? Ist das richtig? Ich soll nicht sterben? I love to die. Oh, sorry. Please report me. I hate everything about this game. Please. Just kick me, if possible. I look like a panda, and I really don't know why. Oh, da links, sind die Gegner. Yes! Dead again! That's the spirit. Mmm.
I love that feeling. How was your day? I love potato. Hey Don Lubri, vielen Dank für deinen Support, dass du hier warst. Und ich wünsche dir noch alles Gute, schönen Tag und so. Ah, damn. Ich dachte, wir gewinnen. Also, dass wir das jetzt noch verlieren, ne? Das kann ja jetzt wohl nicht alleine meine Schuld gewesen sein. Skankan 42. Genau. Ich hätte mich öfter mit dem Chat beschäftigen sollen, als mit dem Spiel an sich. Ich habe ehrlich versucht, muss ich sagen an der Stelle, ich habe ehrlich versucht reinzukommen. Ich habe versucht es zu verstehen. Aber es war einfach nicht drin. Wir machen das mal aus. Ich mache das Spiel jetzt hier feierlich. Möchtest du dich wirklich ausloggen? Ich möchte das... Vielleicht soll ich noch zeigen, wie ich es deinstalliere? Oh. Das war hart. Das war echt hart und ihr könnt alle in Wixes Max ist übrigens der Max, der mir das Ganze hier aufgehalst hat. Dem ihr jetzt wirklich 37 Stunden dabei zuhören durftet. Oh. Diese Ruhe. Ja. Ey, wirklich, Leute, ich rechne es euch so hoch an, dass ihr so lange dabei wart und mir jetzt hier zugeguckt habt. Es war wirklich, es war die fast schon mit das Schlimmste. Fast schon mit das Schlimmste, was ging. Ich habe wirklich in dem Spiel keine Ahnung gehabt, was ich gemacht habe. Danke für die Tipps, die ihr mir gegeben habt. Die haben wirklich, glaube ich, geholfen. Ich habe einen Kill gemacht. Aber ich hätte keinen machen dürfen. Im letzten Spiel haben wir gewonnen. Da habe ich auch einen Kill gemacht. Und den habe ich noch nicht mal mitbekommen. Aber ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Das Ganze ist ausbaufähig. Also das kann man, glaube ich, so festhalten. Aber nicht mehr heute oder in nächster Zeit. Ja. Das war wirklich das Schlimmste. Das kann man so sagen. Dass die letzte Strafe, die Max mir gegeben hat, da durfte ich 2 Stunden Mandalas ausmalen. Ja, das war echt, das war entspannt. Dadurch die ASMR zu hören, so eine komische ASMR-Session. Ja, das war okay. Das da, wirklich, da bin ich runtergekommen, das war okay. Das würde ich jetzt, ich würde das jetzt anschließend machen, um das nie wieder machen zu müssen, was ich gerade gemacht habe. Könnt ihr euch übrigens auf YouTube angucken, falls ihr Bock habt. Max und Moritz Online, YouTube und bei Facebook und Twitter und jetzt habe ich nochmal alles aufgezählt, naja. Also, ich bedanke mich nochmal vielmals für alle, die da waren. Theoretisch geht's heute Abend irgendwann weiter mit Max. Ich weiß gar nicht, Max, machst du jetzt direkt anschließend hier die Session oder was? Mit Mafia 3? Falls ihr Mafia 3 noch nicht kennt, könnt ihr es euch gerne jetzt mit Max angucken und könnt euch auch den Übeltäter mal persönlich vorstellen. Übrigens, das ist Max. Jetzt direkt gibt's Mafia 3, alles klar. Also, jetzt direkt hinterher gibt's Mafia 3. Wenn ihr Bock habt, zieht euch das rein. Dann könnt ihr ja auch da ein bisschen rumhaden. Nochmal schön hier rumhaden bei dem Arsch. Naja. Morgen gibt's keins. Holly, du hast mir noch keine Möglichkeit gesagt, wie ich dir das zukommen lassen soll. Dann kann ich dir das gerne schicken, eins der Mandalas. Jetzt Mafia 3. Morgen gibt's keinen Stream. Es gibt ein neues Programm. Morgen keinen Stream. Ab Mittwoch Rocket League 15:30. Donnerstag wahrscheinlich FIFA 17. Mittwochabend ist auch irgendwie so. Naja, ich wünsche euch allen erstmal noch viel Spaß bei einen schönen Abend. Viel Spaß vielleicht bei Max. Ey, beleidigt den ruhig. Ohne Scheiß. Einfach beleidigen. Ich stehe da gerade. Wenn ihr gebannt werdet, sagt mir Bescheid, dann entbanne ich euch. Ihr könnt Max gleich alles an den Kopf werfen. Du blöder, fies Mann. Oder du haariges Biest. All solche unschönen Worte bitte einfach rein an den Kopf, dem Arsch. So, ich bin jetzt weg. Wünsche euch was. Viel Spaß bei Max und vielleicht bis Mittwoch. Rocket League kann man sich immer gut reinziehen. Übrigens macht immer viel Spaß. Ich bin jetzt weg und kotze bis Mittwoch durchgehend. Im Strahl. Auf diverse Menschen. Ja, vielleicht nicht auf Menschen, aber auf jeden Fall hier so in die Wohnung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an die Neuen und willkommen für die Neuen. Und macht's gut. Tschüss.